Die obere Ruheniederung, einige Kilometer nördlich von Jülich. Vor uns liegt die 600 Einwohner zählende Gemeinde Tetz. Tetz ist einer der typischen Korbflechterorte dieser Gegend. Um 1900 lebten hier rund 80% der Bevölkerung von der Korbwarenherstellung. Pappelwaldungen und Wiesen bestimmten früher das Bild der Niederungslandschaft an der Ruhr. Die ideale Nutzung dieser Feuchtgebiete war seit dem 19. Jahrhundert der ausgedehnte Kulturweidenanbau. Zum 1. Mai haben die Burschen den Mädchen den Maien ans Fenster gesteckt. Jetzt ist auch die Zeit zum Weidenschälen gekommen. Die Straßenzüge der Korbmacherdörfer bieten einen besonders charakteristischen Anblick. Die gerade geschälten Weidenruten werden an der Sonne getrocknet, bevor man sie bis zur Weiterverwendung einlagern kann. Da der Platz im Hof nicht reicht, sind die Weiden entlang der Dorfstraße aufgereiht. Ein herber Geruch von Gerbstoffen und fauligem Wasser liegt in der Luft. Von den Höfen klingt das Klappern der Schälklammern und Schälmaschinen. Auch bei Willi Küpper, einem der letzten Korbflechter in Tetz, wird heute geschält. Früher war beim Schälen die ganze Korbmacherfamilie beschäftigt, jung und alt. Die Kinder erhielten im Mai eigens angesetzte Schulferien, ähnlich den Ernteferien im Herbst, um mithelfen zu können. Heute verwenden die Korbflechter durchweg Schälmaschinen. So lässt sich die Arbeit mit zwei Personen bewältigen. Funktionstüchtige Maschinen fanden erst nach 1950 größere Verbreitung. Man experimentierte mit vielen Konstruktionen. Ziel war es, die Weiden möglichst dünn zu schälen, ohne dass die zarten Weidenspitzen beim Schälvorgang abrissen. Die Mengenverluste sind erheblich. Im Durchschnitt ergeben 3 Zentner grüne Weiden, 1 Zentner weiße Weiden. Diese neuere Maschinenkonstruktion ist die Entwicklung eines Schlossers aus dem nahen Brachelen. Sie wurde 1958 angeschafft. Seit Februar stehen bei der Natur- oder Teichschäle die geschnittenen Weidenruten, zur Sonne hin gestaffelt, im flachen Weidenbecken. Bei Frühlingstemperaturen haben sie frisches Grün und kleine Würzelchen gebildet. Die Rinde löst sich jetzt besonders leicht vom Holz. Die Weide ist schälreif. Die Ruten sind im Bund zu gleichen Längen sortiert. Jeweils eine Handvoll wird, die Wurzelenden zuerst, mit leichter Drehung unter den Anschlagbalken gesteckt. So lassen sich die Weiden stärker auf die Trommel drücken. Nun folgen die Weidenspitzen. Nach mehrmaligem Hin- und Herschieben ist die Rinde, der Bast, entfernt. Auf der Trommel sitzen mehrere Reihen Spiralfedern, deren Klemmkraft den losgeschlagenen Bast von der Rute abzieht. Nach rund 10 Minuten ist ein Bund geschält. Bei 50 bis 60 Bund Tagesleistung ist die Korbmacherfamilie 1,5 Wochen mit dem Schälen beschäftigt. Über einen Monat dauert es dagegen, wenn man den durchschnittlichen Jahresbedarf dieses Betriebes von 600 Bund mit der Handklammer schält. Diese Technik war bis in die 1950er Jahre üblich. Jede Rute muss einzeln durch die Schälklammer, die Ströpp oder Ströf, gezogen werden. Diese schwere Arbeit führen Männer aus.
Die an einem Pfahl befestigte Eisenklemme ritzt die Rinde der Ruten der Länge nach auf, ohne das Holz zu verletzen. Die starke Federkraft der Klemme streift dabei bereits einen Teil der Rinde ab. Mehrere Frauen und Kinder arbeiten jetzt die vorgeschälten Ruten nach. Erst die Vielzahl der Helfer gewährleistet einen zügigen Arbeitsablauf. Mit der eisernen Handklammer, der Handströpp, und mit Hilfe der Hände kann der Rest des Bastes nun über das Wurzelende und die Spitzen abgezogen werden. 45 Minuten dauert auf diese Weise das Schälen eines Weidenbundes. Eine ältere Form ist diese hölzerne Handklammer, die man mit den Knien hält. Die linke Hand übt den Druck auf die Klammer aus. Kurze, dünne Ruten lassen sich nur auf diese Weise schälen. Für die maschinelle Bearbeitung sind sie nämlich nicht geeignet. Nach dem Schälen müssen die Weiden sofort zum Trocknen ausgebreitet werden. Das Sonnenlicht brennt die Weidensäfte ein und gibt den Ruten das erwünschte weiße Aussehen. Regen würde die Ruten fleckig werden lassen. Ungünstige Witterung kann deshalb das Schälen verzögern und den dafür notwendigen Zeitaufwand erheblich erhöhen. Die getrockneten Ruten werden nun gebündelt und eingelagert, bis der Korbmacher sie zum Flechten der sogenannten Weißkorbware benötigt. Das Flechtmaterial der Gartenmöbel, sogenannte Braunkorbware, erfordert ein anderes Schälverfahren. Zur Dokumentation dieser Kochschäle sind wir bei der Tetzer Korbwarengenossenschaft, die die dafür notwendige Kochanlage besitzt. Die 1928 in wirtschaftlicher Notzeit gegründete Genossenschaft ist ein Zusammenschluss von Korbflechtern aus Tetz und einigen Nachbargemeinden. Ihre Ziele sind die gemeinsame Beschaffung des Flechtmaterials, die Erschließung von Absatzmärkten sowie der Vertrieb der Fertigware. Die Korbflechter schaffen gerade Brennholz heran. Kennzeichnend für das Kochschälverfahren ist das lange Kochen der ungeschälten Ruten im Wasser. Die Weiden sind nach dem Winterschnitt mit der Rinde getrocknet und eingelagert worden. Man nennt sie Grauweiden. Die Kochschäle hängt nicht von Witterung oder Jahreszeit ab. Die Kochsaison beginnt jedoch meist im Juni, wenn die Teichschäle beendet ist. Der Kessel fasst 40 bis 45 Bund. Platzsparend werden die Bunde mit den Wurzelenden nach außen eingelegt. Damit die Weiden später nicht im Kochwasser aufschwimmen, sondern gleichmäßig durchkochen, müssen die Korbmacher sie festkeilen, zudecken und schließlich mit Steinen beschweren.
Das ist schon wieder drin, oder? Ja. So, der kommt, lass Wasser kommen. Ja, kommt schon. Es wird so viel Wasser eingefüllt, dass die Weiden knapp bedeckt sind. Zwei Stunden vergehen, bis das Wasser im Kessel kocht. Üblicherweise wurde der Kessel abends vollgepackt und erst am nächsten Morgen eingeheizt. Kochanlagen wie diese gab es nur wenige in der Ruhrniederung. Meist nutzten sie mehrere Korbmacher gemeinsam. Es muss oft Holz nachgelegt werden. Denn je nach Alter des verwendeten Weidenmaterials müssen die Ruten nun 2 bis 5 Stunden durchkochen. Dann sind die Weiden schälreif und die Rinde lässt sich leicht lösen. Die Verwendung zu alter Weiden wurde möglichst vermieden, um die Kochzeit gering zu halten und Heizmaterial zu sparen. Nach dem Kochen werden die Weiden abgekühlt und schließlich geschält. Die Gerbsäure der Rinde hat den Ruten durch das Kochen die erwünschte rotbraune Färbung gegeben. So ist nun Flechtmaterial für Braunkorbwaren entstanden. Dieses Bild gehört heute der Vergangenheit an. Die heimische Korbflechterei hat ihre einstige wirtschaftliche Bedeutung verloren. 1975 gab es nur noch wenige Korbflechter in Tetz.